Unglaublich, aber wahr. Liebe Blubberfreunde, herzlich willkommen zu meinem Lesemonat Juni. Ja, ich weiß, wir haben es schon fast Ende Juli. Diesmal hat es ein bisschen länger gedauert, aber ich möchte es trotzdem nicht versäumen, euch die Bücher zu zeigen, die mich im letzten Monat begleitet haben. Begonnen hat mein Lesemonat Juni mit einem Buch, das ich zuletzt im Mai gelesen habe. Ich habe es also quasi vom Mai mit in den Juni genommen und zwischen den Monaten quasi gelesen. Die Rede ist von Portugiesisches Erbe von Luis Serrano. Ich habe das Buch nicht mehr da, ich habe es meinem Opa mit nach Hamburg gegeben, als er uns besucht hat. Deswegen kann ich es euch nicht mehr zeigen, aber ich kann euch jetzt mal eben schnell ein Bildchen einblenden. Genauer anschauen könnt ihr euch das Buch, wenn ihr mal einen Blick in die Infobox werft. Da werde ich euch so ein paar Links reinpacken. Zum einen natürlich zum Buch an sich, dann aber auch zu einem Blog-Special, das ich gemeinsam mit anderen Bloggern vom Stuttgarter Bücher- und Blubber-Stammtisch anlässlich der Veröffentlichung dieses Buches auf die Beine gestellt habe. Das sind viele bunte Beiträge. Wir waren 5 Blogger insgesamt. Ihr könnt mehr über das Buch erfahren, mehr über Lissabon erfahren und natürlich auch mehr über den Autor. Ja. Portugiesisches Erbe von Luis Serrano ist ein Lissabon-Krimi. Es geht um Henrik Falkner. Henrik ist Mitte 30 und hat einen schweren Schicksalsschlag erlebt. Seine Frau ist bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen und seitdem läuft einfach nichts mehr, wie es laufen sollte. Henrik hat das Ganze nicht gut überstanden. Er leidet an Depressionen. Er geht nicht mehr zur Arbeit. Er hat ursprünglich als Kriminalpolizist bei der Kriminalpolizei gearbeitet und ja, sein Leben ist wirklich nicht mehr das, was es mal war. Das ändert sich aber wieder von heute auf morgen, als er erfährt, dass er geerbt hat. Und zwar von seinem Onkel Martin, glaub heißt er. Sein Onkel Martin ist vor einiger Zeit nach Portugal, genauer gesagt nach Lissabon ausgewandert und wurde von der Familie verstoßen. Was genau da damals gelaufen ist, das weiß Henrik gar nicht und deswegen begibt er sich auch nach Lissabon, um einfach mal zu schauen. Schließlich macht man das ja auch so, wenn man als Alleinerbe sogar eingetragen wurde. Und er möchte auch wissen, warum sein Onkel genau an ihn gedacht hat. Schließlich hatten sie niemals wirklich Kontakt. In Lissabon erfährt er dann von einem Notar, dass er ein Antiquariat geerbt hat. Es ist, es ist ein besonderes Antiquariat, denn in diesem Antiquariat verstecken sich so ein paar Hinweise, die Henrik auf so eine Spur bringen und ihn feststellen lassen, dass der Tod seines Onkels vielleicht doch nicht so natürlich war, wie angegeben. Im Antiquariat stößt Henrik nicht nur auf versteckte Hinweise, sondern auch auf sehr besondere Charaktere, die dieses Buch echt bereichert haben. Es sind keine allglatten Charaktere, nein, sie sind sehr kernig, sehr charakterstark und das hat mir richtig gut gefallen. Ja, es ist ein Krimi, es geht natürlich um einen Kriminalfall. Dieser Fall an sich hat mich echt fasziniert. Ich fand die Idee toll, die dahinter steckte. Es war stellenweise auch spannend. Das Buch ließ sich sehr, sehr, sehr flott lesen und für Lissabon-Fans ist es echt ein absolutes Schmankerl. Für mich war es ein bisschen so... Ja, also ich habe dieses Buch gelesen, weil ich den Autor sehr mag. Und nicht, weil ich jetzt ein großer Fan von Lissabon bin oder mehr über Lissabon erfahren wollte. Wenn ich jetzt aber mehr über Lissabon erfahren würde oder auf Krimis stehe, die in einer bestimmten Stadt oder einem Land spielen, über das dann auch noch mehr erzählt wird, dann wäre ich zu 100% auf meine Kosten gekommen. Denn als Leser lernt man ganz, ganz viel über Portugal und natürlich über die Hauptstadt Lissabon. Man lernt Gepflogenheiten kennen, man erfährt so ein bisschen was über die Geschichte, man lernt, was typisch ist für Lissabon. Man lernt viel von der Stadt an sich kennen. Also der Autor führt uns da in viele verwunschene kleine Gässchen, führt uns auch so zu ein paar Sehenswürdigkeiten. Also ich habe jetzt im Nachhinein wirklich das Gefühl, so ein bisschen was über Lissabon zu wissen. Beim Lesen war es dann stellenweise doch sehr, sehr viel, sehr, sehr viele Informationen auf einmal. Also gerade diese Beschreibungen von den Gässchen und von den Cafés und so weiter. Es war mir Mühe zu viel. Aber gerade, wie gesagt, wenn man dieses Buch mit der Intention liest, dass man eben... ja, gerade speziell etwas über Lissabon erfahren möchte, dann ist es absolut, absolut gerechtfertigt. Dann gibt es noch einen Punkt, der mir so ein bisschen aufgestoßen ist, und zwar war es, dass der Henrik viel zu leicht an seine Hinweise gekommen ist. Also er brauchte sich nur einmal im Antiquariat umschauen und schwubbeldiwupp entdeckte in diesem total vollgestellten Laden genau den Hinweis, nach dem er gesucht hat. Fand ich jetzt so ein bisschen
ja, es ist nicht wirklich realistisch oder auch, es geht noch um eine Villa und da entdeckt er etwas und das fällt ihm quasi vor die Füße. Er muss nicht wirklich viel dafür tun, dass er auf die Spur dieses Kriminalfalls kommt. Und das hat mich so ein bisschen, ja, ein kleines bisschen gestört. Es war leichte Unterhaltung, muss ich sagen. Der Fall an sich war toll. Das Thema hat mich echt begeistert. Ich fand es toll und ich mochte auch die Charaktere, insbesondere natürlich Hendrik. Hendrik ist, ja, er tat mir sehr, sehr, sehr leid, aber es hat auch Spaß gemacht zuzuschauen, wie er sich im Laufe der Geschichte entwickelt. Seine Frauengeschichten, die er da hat, das war alles so authentisch und seine Gedanken. Es hat mir wirklich Spaß gemacht, dieses Buch zu lesen, auch wenn ich jetzt so ein, zwei Kritikpunkte habe, aber an für sich war es wirklich ein sehr lesenswertes Buch, das ich allen Krimi-Fans empfehle, die gerne mal in Büchern in andere Gegenden reisen, die vielleicht auch ein bisschen was von Lissabon lernen möchten. Es ist ein sehr, 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 sehr gutes Urlaubsbuch. Ich kann mir wirklich gut vorstellen, dieses Buch im Urlaub zu lesen. Deswegen schaut es euch mal an, wenn ich euch jetzt so ein bisschen neugierig machen konnte. Es lohnt sich auf jeden Fall. So, weiter ging es dann mit einer Dilogie, die ich gelesen habe, und zwar aus dem Genre Dystopie. Damals, in einem Land vor unserer Zeit, als die Dystopien gerade so aufkamen und total gehypt wurden, bin ich auch auf diesem Hype mitgeschwommen und habe Dystopien gelesen, noch und nöcher. Ich habe sie geliebt, gefeiert, aber irgendwann standen sie mir dann hier oben. Ne? Ihr kennt das wahrscheinlich auch. Wenn man zu viel von einem Genre gelesen hat, dann braucht man Abwechslung. Und so war es dann eben auch bei mir in diesem Genre. Es hat sich für mich auch nie was Neues aufgetan. Es war irgendwie immer das Gleiche in den Geschichten. Sie haben sich alle sehr geähnelt. Deswegen habe ich eine lange Dystopiepause gemacht, doch jetzt hatte ich mal wieder Lust auf eine. Anlässlich meines Sub-ABCs, ich glaube, das war der Buchstabe E, klar, natürlich war es der Buchstabe E, bin ich dann auf die Dilogie Starters und Enders gestoßen und dachte mir, Anka, die steht dir schon so lange in deinem Regal, du solltest sie so langsam mal lesen. So, dritter Anlauf, dieses Video zu drehen, aber ich werde es jetzt nicht nochmal von vorne drehen, sondern ich werde einfach da weiter blubbern, wo ich aufgehört habe. Das war übrigens gerade meine Oma, die mir lecker frisch gebackenen Apfelkuchen vorbeigebracht hat. Omas sind was Feines. So, wo waren wir denn? Wir waren hier bei Starters und Enders. Ich weiß gar nicht mehr, was ich euch erzählt habe. Über die Bücher glaube ich an sich noch gar nichts. Dann steigen wir einfach da wieder ein. Also ich hatte Lust auf eine Dystopie, hatte Urlaub und habe dann zuerst zu Starters gegriffen. Ja, in Starters bekommen wir ein sehr, sehr, sehr faszinierendes Szenario von der Autorin Lissa Price präsentiert. Wir befinden uns klar, wie es sich für eine Dystopie gehört, in der Zukunft. Und zwar in Kalifornien, ich meine sogar in Los Angeles. Die USA hat einen Sporenkrieg überlebt. Und leider sind diesem Krieg aber sehr, sehr, sehr viele Zivilisten zum Opfer gefallen, weil eben hauptsächlich mit, ich glaube, biologischen Waffen gekämpft wurde. Und es wurde ein Virus freigesetzt. Die Menschen konnten sich, oder das Land hat angefangen, die Bewohner zu schützen, hat Impfstoffe verteilt, aber zuerst natürlich an die Kinder und die ganz alten Leute. Und diese mittlere Generation, die wäre am Ende dran gekommen, doch dafür hat es dann nicht mehr gereicht, sodass diese Generation, diese Elterngeneration, nenne ich sie jetzt mal, fast komplett ausgelöscht wurde. Somit haben wir hier ganz, ganz viele Kinder und Jugendliche, sehr, sehr, sehr viele Waisen und auf der anderen Seite sehr viele sehr alte Menschen. Leider ist es so, dass viele Kinder und Jugendliche auf der Straße leben, so auch unsere Protagonistin Kelly. Kelly ist eine Art Hausbesetzerin. Sie zieht von Haus zu Haus und sucht sich da immer einen Unterschlupf. An ihrer Seite ihr kleiner Bruder, der ziemlich krank ist. Er leidet sehr an dieser aktuellen Situation. Er ist auch noch sehr, sehr, sehr klein und Kelly ist am Verzweifeln. Da kommt ihr das Angebot der sogenannten Body Bank gerade recht, denn diese bietet älteren Menschen an, die Körper von jüngeren Menschen zu mieten, sei es für Stunden, für Tage, für Wochen, wie auch immer. Und die Jungen, die sogenannten Starters, werden dafür bezahlt. Und zwar nicht nur mit einem kleinen Taschengeld, sondern mit einem richtig großen Batzen Geld.
sodass Kelly auch gar nicht anders kann, als dieses Angebot anzunehmen. Sie möchte unbedingt, dass ihr Bruder ein Dach über dem Kopf hat. Sie möchte, dass sie Medikamente besorgen kann, kaufen kann und dass es ihm ganz bald wieder besser geht. Ja, sie nimmt, wie gesagt, dieses Angebot an und ein Ender, ein weiblicher Ender, also aus der Seniorengeneration, mietet für einige Zeit ihren Körper. Da passiert aber ein Malheur, denn die Kelly wacht schon viel zu früh wieder in ihrem Körper auf und befindet sich aber noch im Leben ihrer Mieterin. Sie befindet sich in einem großen, luxuriösen Haus, fährt schnelle Autos und ja, wird jetzt quasi vor die Frage gestellt, lässt sie das ganze Ding auffliegen oder macht sie sich diese Situation zunutze? Soll sie zur Bodybank gehen und sagen so, hey, hier ist irgendwie was passiert, ich bin schon wieder ich selbst? Oder soll sie das Leben der Mieterin ausnutzen? Viel Zeit zum Überlegen bleibt ihr nicht. Eigentlich hat sie schon eine Entscheidung getroffen, doch dann hört sie plötzlich eine Stimme in ihrem Kopf. Und das ist nicht irgendeine Stimme, sondern diese Stimme spricht sie gezielt an. Was es mit dieser Stimme auf sich hat, ihr könnt es euch vielleicht schon denken, das verrate ich nicht und vielmehr möchte ich über dieses Buch auch gar nicht so inhaltstechnisch sagen. Es lohnt sich wirklich, diese Dilogie zu lesen. Starters und Enders ist zwischenzeitlich nicht nur als Taschenbuch erschienen, sondern auch als Doppelband in einem Buch. Und ja, ich weiß, viele von euch haben diese Bücher schon gelesen. Diejenigen, die sie noch nicht gelesen haben und auf Dystopien stehen, denen sei gesagt, ihr verpasst was, wenn ihr sie nicht lest. Von den Figuren her, gut, ich denke, die Heldin ist hier so ein bisschen austauschbar. Sie ist für mich jetzt keine besondere Heldin gewesen. Ich mochte sie. Sie hat gut in die Geschichte gepasst. Aber ich denke, in anderen Dystopien findet man gleiche Personen. Was mich hier aber ganz besonders fasziniert und begeistert hat, das war diese Welt, die die Autorin erschaffen hat. Dieses Setting, dieses Szenario. Und ja, auch die Art, wie sie geschrieben hat. Es geht alles sehr flott. Es passieren plötzlich Wendungen, mit denen ich überhaupt nicht gerechnet habe. Auch besonders hier am Ende hält die Autorin nochmal die Überraschung bereit. Hey, ihr zwei! Also, ja, da will ich endlich hier diesen Lesemonat drehen. Dann werde ich unterbrochen, weil es ständig klingelt oder weil meine Schweine hier gerade meinen, sie müssen sich mit einmischen. Du bist ein ganz, ganz hübscher. Ja! Super. Ach, sorry, Leute. ja, wirklich eine absolute Leseempfehlung von mir. Mir haben diese Bücher sehr viel Spaß gemacht. Man kann sie sehr, sehr, sehr schnell lesen. Sie lassen einen auch so schnell nicht mehr los. Der Übergang hier von Band 1 in Band 2 ist auch sehr gut gelöst. Es gibt einen kurzen Rückblick von der Autorin, aber man wird auch trotzdem direkt wieder in die Geschichte hineingeworfen und schwupps geht's wieder rund. Also ich habe sie direkt hintereinander gelesen, bereue es nicht, aber man kann sie, denke ich mal, auch mit so ein bisschen Zeitabstand voneinander lesen. Ja, ich glaube, mehr brauche ich zu diesen Büchern gar nicht mehr sagen. Ich werde euch auf jeden Fall alle Bücher, die ich jetzt hier in die Kamera halte, in der Infobox verlinken. Nicht nur die Bücher an sich, sondern auch meine Rezension zu den Büchern. Denn zu all diesen Büchern, die ich euch zeige, gibt es auch schon Rezensionen. Yes! Das gab es auch noch nie in einem Lesemonat. Aber, naja, kommt natürlich davon, wenn ich den so spät drehe. Also hier, Starters and Enders war wirklich, wirklich großartig. Dann, ja, ich war in dieser Dystopie-Stimmung, habe mein Bücherregal abgesucht und da ist mir sofort Infernale von Sophie Jordan ins Auge gestochen. Ich war von Anfang an der Überzeugung, dass es sich um eine Dystopie handelt, wollte unbedingt eine lesen und deswegen habe ich zu diesem Buch gegriffen. Auf den ersten Seiten habe ich dann festgestellt, oh Anka, es ist wahrscheinlich doch keine Dystopie. Aber es machte mir nichts, denn ich wurde sofort in diese Geschichte hineingesogen. In Infernale von Sophie Jordan, die ihr vielleicht von der Firelight-Trilogie kennt, die ebenfalls im Löwe Verlag erschienen ist, geht es um Davy Hamilton. Davy ist eine Musterschülerin. Sie ist ein hübsches Mädchen, das hübsche, nette, freundliche Mädchen von nebenan. Sie ist sehr begabt, spielt viele verschiedene Instrumente, hat einen richtig tollen Freund, der eh von der ganzen Schule angehimmelt wird und ist ein ganz liebes, nettes Mädchen. Das ändert sich von heute auf morgen, zumindest für alle Außenstehenden, denn bei ihr wird das sogenannte Mördergen diagnostiziert. Wir befinden uns in der Zukunft, aber nur wenige Jahre.
in den USA ebenfalls. Und Wissenschaftler haben festgestellt, dass es ein Gen gibt, das nicht alle Menschen haben. Aber die Menschen, die dieses Gen haben, werden gewalttätig und werden in vielen Fällen auch zu Mördern. Deswegen wurde die Bevölkerung dazu gezwungen, sich so einem Test zu unterziehen. Und als Davy erfährt, dass sie dieses Mördergen hat, bricht nicht nur für sie, sondern auch für ihre Umgebung eine Welt zusammen. Denn niemand hätte damit gerechnet, dass sie dieses Gen hat. Niemand kann sich auch vorstellen, dass sie in der Lage sein wird, jemanden zu töten. Ja. Mit dieser Frage beschäftigt sich die Autorin dann auch, vor allem mit der Außenwirkung. Was passiert mit Davys Umfeld? Wie reagiert ihr Umfeld auf eben diese Diagnose? Wie geht es Davy dabei? Wie reagiert ihr Freund, der ihr gerade eben noch seine Liebe gestanden hat? Was ist mit ihrer besten Freundin? Was ist mit ihrer Familie? Wird sie zumindest da irgendwie aufgefangen? Davy muss sofort ihre Schule verlassen und wird wirklich rund um die Uhr beobachtet. Das Ganze spitzt sich nachher zu. Es wird sehr rasant, während sich die Autorin im ersten Teil noch so ein bisschen um die Umstände kümmert und viel hinterfragt und so weiter, nimmt die Geschichte dann ab der Mitte ungefähr eine Wendung und es wird rasanter, es wird actionreich, es wird spannend. Ich war so an dieses Buch gefesselt. Eigentlich konnte ich gar nicht aufhören zu lesen, doch dann kam dieser Frechdachs dazwischen. Und zwar ist das ein Buch, auf das ich schon sehr, 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 sehr lange gewartet habe. Es ist das erste Jugendbuch der Autorin Luzinde Hutzenlaub. Wenn ihr meinen Kanal und meinen Blog in den letzten Tagen, Wochen so ein bisschen verfolgt habt, dann habt ihr wahrscheinlich schon die Rezension entdeckt, aber auch das Special, das ich mit der Autorin gedreht habe. Ein kleines Interview und eine kleine Lesung zu ihrem Buch. Und da habe ich ja schon erwähnt, dass ich total begeistert bin. Dieses Buch kam bei mir an, frisch nach Erscheinen. Und ich konnte nicht anders, obwohl Infernale wirklich sehr, sehr, sehr gut war. Ich musste es zur Seite legen und Meloneneissommer beginnen. Deswegen machen wir jetzt hier auch schnell weiter. Im Meloneneissommer geht es um die 14-jährige Suki, die ihren Sommerurlaub gemeinsam mit ihrer Familie auf Sardinien verbringen soll. Ihre Schwester ist auch mit dabei und die durfte ihre Freundin mitnehmen. Und so fühlt sich Suki einfach wie das fünfte Rad am Wagen. Sie prophezeit schon den schlimmsten Urlaub ihres Lebens, den wohl langweiligsten Urlaub ihres Lebens. Doch dass dem nicht so werden wird, das steht schon hier hinten auch in der Kurzbeschreibung. Suki wird zum einen zur Heldin und lernt zum anderen einen besonderen jungen Mann kennen, einen Jungen ungefähr in ihrem Alter, wobei die erste Begegnung nicht gerade sehr vielversprechend ist. Suki geht schwimmen im Meer an einem sehr verlassenen Strand und denkt, Mensch, wie wäre es, wenn ich mal nackt schwimmen gehe? Sie hätte sicherlich nicht damit gerechnet, dass sie in flagranti erwischt wird und schon gar nicht damit gerechnet, dass es Paolo ist, der sie erwischt. Eine urkomische Situation, die von ganz, ganz vielen urkomischen Situationen gefolgt wird. Also dieses Buch ist ein absolutes Herzensbuch von mir geworden. Es ist schön, es ist spritzig, es ist erfrischend, es ist sehr jung und es ist total komisch. Wer die Autorin Luzinde Hutzenlaub kennt, der weiß, dass hier ein besonderer Humor in diesem Buch vorhanden sein muss. Ich mag Luzinde Hutzenlaub sehr, ich mag ihren Humor und diesen findet man hier eben auch wieder. Klar, dass dieses Buch dann zu einem absoluten Herzensbuch von mir werden musste. Es ist die perfekte Sommerlektüre. Und sie ist nicht nur für junge Leser geeignet, sondern eben auch für ältere Leser. In dem Interview hat Luzinde Hutzenlaub verraten, dass sie viel Feedback von Müttern bekommen hat, die dieses Buch gelesen haben und die dieses Buch dann an ihre Töchter weitergegeben haben. Also es ist ein Buch, klar, es ist jetzt kein Jugendbuch, von dem man sagt, es ist ein All-Age-Titel. Aber ich finde trotzdem, dass man auch als älterer Mensch ganz viel Spaß mit diesem Buch haben kann, wenn man eben jung geblieben ist. Ja, mein Urlaubstipp unbedingt für diejenigen, die Sommerurlaub am Pool oder am Strand machen und eine locker leichte Lektüre suchen, die auch ganz leicht mit in der Tasche verstaubar ist. Sie macht so viel Spaß. Es war so herzerfrischend, dieses Buch. Und
ich habe es einfach geliebt. Ja, das sei nochmal gesagt. Und das war dann auch das letzte Buch im Monat Juni. Infernale habe ich nicht mehr beendet, sondern mit in den Juli genommen. Deswegen werdet ihr das Buch im nächsten Lesemonat nochmal wiedersehen. Und wie mir dieses Buch schlussendlich gefallen hat, verrate ich euch deswegen an dieser Stelle noch nicht. So, ja, das war jetzt mein Lesemonat Juni. Eigentlich recht kurz, aber ich hoffe, er war jetzt nicht zu turbulent. Und ich glaube, ich habe ziemlich viel Quatschkram hier geblubbert. Egal. Manchmal ist es einfach so. Ja, welche Bücher haben euch denn im Juni begleitet? Könnt ihr euch noch daran erinnern? In einem Land vor unserer Zeit? Nein, verratet mir unbedingt, welches eure Lese-Highlights und welches eure Lese-Lowlights im Juni waren. Welches Buch könnt ihr mir empfehlen und welches Buch muss ich unbedingt mit in meinen Sommerurlaub nehmen, wenn ich ihn nicht schon gehabt hätte? Also ich hatte schon meinen Sommerurlaub, aber stellt euch vor, ich gehe in den Sommerurlaub und welches Buch würdet ihr mir in die Hand drücken? Schreibt es mir jetzt in die Kommentare. Ich bin sehr gespannt auf euer Feedback und freue mich schon, euch im nächsten Video wiederzusehen. Bis dahin eine gute Zeit. Macht's gut!